Hast du richtig Freude mit deinem Pferd? Oder hast du Kopfkino, wo du denkst, oh, beim Aufsteigen könnte schon was passieren? Oder, oh, beim Galopp, da könnte was passieren? Oder ich traue mich nicht ausreiten? Was ist, wenn mein Pferd hüpft? Was ist, wenn Wind ist? Was ist, wenn der Trecker wieder entgegenkommt? Und das nimmt dir doch so viel Freude am Reiten. Und ich habe wunderbare energetische Methoden, mit denen wir das wirklich wunderbar bearbeiten können und lösen können. Ich habe wirklich tolle Erfahrungsberichte mit meinen Klienten, wo das einfach gelöst werden kann, wo du frei bist von diesem Kopfkino, von diesen Gedanken, von diesem Worst Case, ja, wo man sagt, diese Horrorszenarien, was alles passieren könnte, und wo du wieder reinkommst und anknüpfen kannst an die Situationen. Und die gibt es bestimmt in jedem Reiterleben und in jeder Mensch-Pferd-Beziehung, wo du sagst, boah, da hat so gut geklappt, da haben wir uns so gut verstanden, da bin ich so toll im Sattel gesessen, wo du da wieder anknüpfen kannst, eben das andere ausblenden kannst und dich wieder mit dem verbinden, wo du sagst, guck mal, da hat es doch so gut geklappt. Und wenn wir eben in diesem Kopfkino drin sind, dann spürst du es ja auch körperlich. Dann hast du diese Anspannung, die sich natürlich aufs Pferd überträgt. Und wenn du da nicht rauskommst, dann schaukelt ihr euch ja gegenseitig hoch, weil dann verspannt sich das Pferd, dann reagierst du wieder und sagst, oh, der hat irgendwas, ja. Und wenn du es schaffst, diesen emotionalen Ballast abzuladen und wieder in deine Balance reinzukommen, in deine Ruhe, in deine Sicherheit, dann strahlst du das aufs Pferd aus und das Pferd merkt, ach, alles super, da oben alles gut, ja, ganz entspannt, ganz chillig, kann ich auch entspannt und chillig, und dann habt ihr eine ganz andere Basis, ja, dann habt ihr dieses Aufwärtsspirale, ja, wo man sagt, ich bin entspannt, mein Pferd ist entspannt, wir können richtig Spaß haben gemeinsam. Und da möchte ich euch gerne unterstützen, sowohl Reiter als auch Pferd. Ich mache gerne Behandlungen vor Ort hier in Rosenheim am Reiter und am Pferd, zum Beispiel mit Pulsing, wo ich eben wirklich Hand anlegen muss, darf, möchte. Und wenn du einfach weiter weg bist, gibt ganz tolle Methoden wie EFT und Quantum Touch, wo wir das auch online machen können, wo wir uns auf Zoom treffen, und dann können wir das sehr gut lösen und dann hast du einfach wieder viel mehr Freude am Reiten. Wenn es dich interessiert, folge mir gern, schau dir gern die anderen Videos an, die ich habe, komm in meine Facebook-Gruppe, Link ist in der Bio, ich freue mich auf dich.